das mehr Einbauschränke als Bibi? Ist das was, womit man sich rühmen kann? Es ist nicht mal komplett voll. Da passt sogar noch was rein. Die Wohnung bekommen haben wir auf eine durchschnittliche Wohnung hier in der Gegend. Bewerben sich ungefähr 200 Leute. Und dann ist man selbstständig. Da sagen die meisten VermieterInnen, ja, lass lieber die nehmen, die normal Geld verdienen. Die, wenn die krank sind, auch immer noch Geld verdienen. Oder irgendwelche Studenten. Keine Ahnung, warum die mir vorgezogen werden. Deswegen immer schwierig. Aber, wir kennen wen, der wen kennt, der wen kennt, der wen kennt, der eine Wohnung hier hat und gerade am Vermieten war. Und wenn man dann sagt, jo klar, nehmen wir, dann sind sie natürlich immer sofort dabei, weil das ist auch für VermieterInnen nervig, die dann irgendwo bei WG gesucht, bei Immo-Scout reinzustellen und dann einen Text zu schreiben, Bilder zu machen. So läuft es, glaube ich, normalerweise, ne? Einmal kurz Boris Palmer angerufen, gesagt, Bro, kannst du was machen? Kennst du wen, der wen kennt, der wen kennt? Er so, gar kein Problem. Ronny B., wir kennen uns doch. Damals, als wir uns an der Ampel getroffen haben, als ich dich angezeigt habe, weil du über Rot gelaufen bist, jetzt mache ich es wieder gut. Das ist Schlaf- und Arbeitszimmer. Hier seht ihr, Stream im Stream. Ich habe hier schon so ein bisschen was gemacht, ne? Diese Dinger hier angebracht und sowas. PC muss natürlich, gehört natürlich zu den ersten Dingen, die man hier als guter Influencer sich hier aufbauen muss. Die Einbauschränke, ultra geil. Aber ich bin mir nicht zu 100% sicher, wie viel die wirklich was bringen. Unglaublich, die alte Wohnung, die war so 40 irgendwas Quadratmeter groß. Die neue ist 150% von der alten Wohnung. Ich fühle mich so bonzig mit allein schon diese zwei Räume. Sind schon richtig fett. Hier, ihr seht, die Wände sind krumm und schief. Der Boden ist auch ein bisschen lustig so. Da gibt es so ein paar Dielen, die sich halt so, ich sag mal, bewegen. Aber hey, das sind Dinge, über die beschweren sich reiche Leute. Ich bin auf dem Boden geblieben. Ich bin normalo. Ich habe hier einfach eine geile Wohnung für 600... und ein paar zerquetschte Euros kalt. Das sind weniger als 10 Euro pro Quadratmeter. Kriegt das mal heutzutage in der Studentenstadt, hä? So, das ist der Flur. Wir haben hier solche, pass auf, ich präsente euch mal ein bisschen was. Hier, wir haben hier dieses Ding hier. Das ist so ein selbstgemachtes Regalbrett. Hier hatten wir auch in der alten Wohnung. Falls ihr meine alten Instagram-Stories verfolgt habt, habt ihr das gesehen. Und da soll auf jeden Fall ein so ein Ding hier oben hinkommen. Das wird auf jeden Fall schon einiges machen. Kann ich euch dann mal zeigen. Und jetzt, genau, diese Heizungen. Einfach vor allem wirklich so unpraktisch. So unpraktisch platziert, dieses Ding. Guck mal, das ist ja an sich nicht so ein großes Ding. Steht erstmal 20 Zentimeter von der Wand entfernt, weil das scheinbar irgendwie so sein muss. Und also das ist wirklich die unpraktischste Ecke. Und dann hat man diese Nische hier, dieses Loch. Man kann das Bett nicht so drehen und dann da so reinschieben, damit man den effizientesten Platzgebrauch hat. Aber man kann auch das Bett nicht zu weit nach rechts schieben, an die Wand oder so, weil da ist dieses Ding halt im Weg. Man will ja auch sein Bett nicht direkt daneben machen. Und dadurch ist es halt so platziert, dass hier so eine Mini-Lücke zum Durchgehen ist. Aber ey, meckern auf hohem Niveau. Und jetzt, also ich habe euch jetzt hier mal ein bisschen mit dem Fernseher erklärt, ne, warum das Büro da ist und das Bett dort und nicht irgendwie anders. Und jetzt präsente ich euch eines der besten Accessoires, Gimmicks. Es ist ein Gimmick an der Wohnung. Diese geile Heizungen. Das ist eine geheime Tastenkombination, die man anwenden muss, um diese Heizung zu aktivieren. Es ist ein Quick-Time-Event eigentlich. 1, 2, 3. Und jetzt muss ich hier drücken und gleichzeitig... Ah, nee, schon falsch. Ich muss erst den Gashahn aufdrehen. Quick-Time-Event Nummer 1 geschafft. Dann muss ich hier erstmal irgendwie ein bisschen aufdrehen. Wie gesagt, mach mal auf 4. Jetzt 1, 2, 3. Drücken und... Okay, neuer Versuch. Quicktime-Event gescheitert, man hat immer mehrere Versuche. 1, 2, 3. Yes! Ich dreh mal auf 3. So! Das ist die Heizung. Diese Angst, dass du eines Tages nach Hause kommst, irgendwo ein Gasleck war und die letzten 12 Stunden sich das Gas im Luft dieses Raums verteilt hat und du dann einmal... einmal irgendwie die Heizung oder den Herd anstellst und auf einmal explodiert einfach der ganze Raum, weil überall Gas ist. Das ist halt die Angst, mit der ich jetzt lebe, ne?
macht das Leben allerdings spannender. Also genießt den Stream. Wannentastenkuchen auf der Heizung. Müsste ich eigentlich mal machen, ne? Sollen wir mal versuchen, was? Soll ich jetzt mal versuchen, als Herd zu benutzen? Hey Leute, da bin ich wieder. Einmal Spiegelei braten und einmal, ich muss eh Abendessen. Das habt ihr euch nämlich gewünscht. Der Live-Löwenanteil-Test. Ich habe mittlerweile alle Sorten von denen probiert, zumindest von denen ohne Fleisch. Ich glaube, das ist eine meiner Favorite-Sorten. Es ist wieder Zeit, nach vielen Monaten der Abwesenheit, ich präsentiere euch den einzig wahren Ronny Forscher Berger. Wir wollen etwas herausfinden. Was ist überhaupt Forschen? Für alle, die nicht wissen, was das ist, ich erkläre es mal ganz kurz. Forschen bedeutet etwas herausfinden, was man noch nicht weiß. Und passiert was? Jaha! Oha! Seht ihr das? Der weiße Streifen, der hier entsteht? Also es funktioniert nicht, sag ich mal. Das sieht doch geil aus, oder? Einfach ein Ei! Yo, wir braten hier ein Ei! Jemand hat geschrieben, Deckel drauf. Ist vielleicht keine blöde Idee, oder? Hier einen Deckel drauf zu machen, damit es so ein bisschen mehr von oben auch durch wird, ist schlau. Dem geht's gar nicht so schlecht. Hier hat sich richtig Kondenswasser gebildet. Das ist fest! Das ist fest, Leute! Ja, es ist jetzt ein bisschen zerbrochen. Aber es ist ein Ei. Das funktioniert. Ein Festessen in der neuen Wohnung, Leute. Geh voll rein. Für euch dippe ich das hier nochmal im Eigelb. Ich war immer größerer Fan vom Eiweiß als vom Eigelb. Oh, guck mal, es dampft! Es dampft! Das ist heiß genug. Wenn es dampft, ist es heiß genug. Man kann es auch kalt essen. Also es ist ja schon vorgekocht so. Meine Mutter hat mir immer erzählt, also wirklich absurde Geschichte. Sorry, wir fangen gleich an, okay? Meine Mutter hat mir erzählt, immer wenn ich mein Messer abgeleckt habe, hast du gewusst, dass dein Großvater sich mal in die Zunge geschnitten hat, weil er ein Messer abgeleckt hat? Und ich so, ja, vermutlich. Ich habe es immer gemacht, nie was passiert. Und irgendwann, kein Scherz, irgendwann hat meine Mutter auch angefangen, Messer abzulecken. Kein Spaß. Sie macht es immer noch, ich mache es, wir machen es alle und wir sind glücklich. So, das hat meine Mom auch erzählt. Das erzählen uns, glaube ich, Großmütter einfach so. Ich meine, ich wusste schon, wie es schmeckt. Ich kenne den Eintopf ja schon. Und ich muss sagen, es schmeckt besonders lecker, weil es auf einer Gasheizung gekocht wurde. Schlaf nachts auf ein Bad, Hase, Pep, trinke Whisky, kein Schwarzbus und Flasche Sekt und Big Deutschrap, alles von A bis Z.